Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Preview hier aus dem neuen Spieltag, aus der Premier League. Die Konferenz, 5 Partien haben wir. Wir sehen sie hier gerade in der Übersicht. Und wir gehen ins erste Stadion nach Aston Villa. Da ist die Partie, also hier schon kurz vorm Start. Aston Villa empfängt die Mannschaft aus Southampton bei schönem winterlichen Spätnachmittag, und das übrigens auch nur zur Info, ist die letzte Konferenz hier, denn in Wahrheit im realen Spielplan läuft es ja ein bisschen anders, da sind alle Spiele einzeln, aber meine Vorbereitungen waren noch darauf getrimmt. Wir sehen jetzt aber die Aufstellung schon mit der Heimmannschaft, und ab nächster Woche sehen wir 10 Spiele hier auf dem Kanal einzeln aus der Premier League. Freut euch drauf, ist vielleicht auch ein bisschen entspannter von der Länge her. Ich weiß, 30 Minuten ist übertrieben, aber so ist halt das, wenn man alles mit reinnehmen will. Oder alles Wichtige. So, die Mannschaft der Gäste von Southampton kommt jetzt auch nochmal. Da sehen wir sie. McCarthy im Kasten. 4-4-2 ist es. Vorne vor allem muss man aufpassen. Ward-Prowse sowieso, Rumoy auch. Und vorne Ings und Long. Wir gehen ins nächste Stadion. Wir gehen nach Burnley. Burnley gegen Chelsea. Ja, und wir haben ja schon gehört, Burnley gegen Chelsea, also hier die Partie. Und wie wir auch hören können, wir haben ein bisschen Tonprobleme. Ich hoffe, das gibt sich noch in den nächsten Minuten. Und wir sehen schon mal einen Spieler im Fokus. Kai Havertz kommt ja so langsam, ganz langsam mal hier bei der Premier League an. Mit seiner Qualität kann er auf jeden Fall Chelsea helfen, auch mit der Erfahrung schon. Denn einige Spieler sind jünger sogar noch als er. Und er hat schon einiges mitgemacht. Auch in der Nationalmannschaft natürlich. Aber vor allem bei Leverkusen im internationalen Geschäft. Timo Werner sehen wir auch schon. Aber wir gehen jetzt natürlich die Mannschaften durch und fangen mit FC Burnley an. Mit der Heimmannschaft, wie es sich gehört. Im Kasten haben wir Pope. Dann 4er Abwehrkette mit Mee, Taylor hinten drin. 4er Mittelfeld mit Westwood, Cork, McNeil und vorne im Sturm Wood und Barnes. Also die Standardformation, so wie sie sie kennen. Und bei Chelsea ist Kepa natürlich noch im Kasten. Das wird sich aber vielleicht irgendwann noch ändern. 4er Abwehrkette mit Zuma, Christensen in der Innenverteidigung, Kanté, Jorginho davor. 3er Offensive im Mittelfeld, Hudson-Odoi, Havertz und Mount und Timo Werner als einzige Spitze. Nächstes Stadion bitte. Ja, herzlich willkommen aus Fulham. Fulham hier zu Hause gegen West Bromwich Albion. Und das ist eine Partie auf Augenhöhe. Beide Aufsteiger treffen hier aufeinander. Und da ist doch mal gespannt, wer den Sprung in die Premier League ein bisschen besser geschafft hat. Ich finde, beide können sich auf jeden Fall noch steigern. Denn beide haben eine super Mannschaft. Die Heimmannschaft hier aus Fulham. Vielleicht noch ein bisschen mehr durch die Namen, wie wir sie hier gerade auch auflaufen sehen. Da schon ein bisschen mehr Qualität vielleicht dahinter. Vor allem Tor und Sturm. Aber Lookman ist auch noch auf der Ersatzbank. Also da ist schon einiges möglich. Auf der anderen Seite sehen wir die Männer, die heute in Grün-Gelb spielen. Die Auswärtsmannschaft aus West Bromwich. Da sehen wir sie. Das ist eine 5er Abwehrkette. Sie haben wohl ein bisschen Angst vor dem Team von Fulham. Livermore in der 4er Mittelfeldkette und Robertson vorne im Sturm alleine. Also das kann auch eine 0-0-Nummer werden. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt erstmal nach London zu Tottenham. Herzlich willkommen hier aus dem Stadion von Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur empfängt Brighton & Hove Albion. Und da sehen wir natürlich, da wissen wir auch, wer hier eigentlich der Favorit ist. Und auch schon mal 2 Spiele im Fokus, Son und Maupay. Aber diese Mannschaft hier ist hier natürlich klarer Favorit. Das ist relativ deutlich. Und ich bin mal gespannt, ob Bale
in der Startformation steht. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ich schätze mal noch nicht, aber Mourinho ist auch mal für Überraschungen gut. Sein Teamkollege aus Madrid, der steht auf jeden Fall schon mal in der Aufstellung. Ich habe ihn gerade schon den Namen gesehen. Hinter Son, dann müsste er kommen, oder? Die 18 hier. Auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt mal die Aufstellung an und starten natürlich mit Lloris im Kasten. Vierer Abwehrkette mit Alderweireld und Dier in der Innenverteidigung. Davor Højbjerg und Wings im offensiven Mittelfeld. Lucas, Lo Celso und Son und vorne im Sturm Kane, Bale, wie wir sehen, und Vinicius auch noch auf der Bank. Bright Brighton sieht es auch so aus, dass Ryan im Kasten ist. Fünfer Abwehrkette. Sie wollen erstmal dicht machen hinten. Zweier defensives Mittelfeld mit Bissouma und Alzate. Lallana davor und Maupay und Trossard im Sturm. So wie wir sie kennen und so wie wir sie lieben. Wie geht letztes Stadion, bitte. Herzlich willkommen hier aus Wolverhampton. Wolverhampton Wanderers in der Heimmannschaft in Partie gegen Crystal Palace. Und da sehen wir schon mal zwei Spieler im Fokus. Raúl Jiménez auf der einen Seite bei den Hausherren natürlich und Zaha mit der Riesenerfahrung. Und dass der immer noch bei Crystal Palace spielt, ist eine Überraschung, denn der ist eindeutig der beste Spieler dieser Mannschaft, finde ich persönlich. Wenn ihr andere Meinungen habt, könnt ihr natürlich auch die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir uns das mal hier die 22 Akteure an, die hier die ersten Minuten spielen werden. Und wir starten mit der Heimmannschaft, mit Wolverhampton Wanderers. Also, Patricios ist im Kasten, dann Bowley, Cody und Saiss in der Innenverteidigung. Davor Ruben Neves und Moutinho, Traoré, Jiménez und Neto in der Offensive bzw. Sturm. Das ist eine gute und durchdachte Mannschaft, finde ich persönlich. Und auf der anderen Seite haben wir Guata im Kasten. 4-4-2 ist die Aufstellung. Sakho in der Innenverteidigung. Dafür Townsend, McCarthy, MacArthur und Schlapp. Und ganz vorne Ayew und Zaha. So, wo geht's als erstes los in der Konferenz? Wir haben jetzt alles durch, alles Wichtige. Wir gucken in die Übersicht und sehen, dass es hier schon den ersten Pfiff gab. Es geht bei Aston Villa, wie es aussieht, als erstes los. Und da sind wir auch schon in der Partie. Aston Villa spielt also hier von links nach rechts in den Bordeaux-roten, lila, sowas, hellblauen und weißen Trikots. Auf der anderen Seite Southampton in den dunkelblau-schwarzen Jerseys. Barclay, der ja von Chelsea ausgeliehen wurde, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall kam er von Chelsea. Aber verliert hier erstmal den Ball. Da ist Long, Redmond, Ings, Bertrand. Ja, sie spielen sich schon mal ein bisschen ein. Long, aber jetzt verlieren sie den Ball. Und da ist Luis. Luis macht Tempo. Immer noch Luis, da ist McGinn, Cash. Apropos Cash, ich würde mal sagen, wir gehen ins nächste Stadion, zu Burnley. Super Überleitung, denn Cash spielt hier gerade. Chelsea, die am meisten ausgegeben haben, in den hellblauen, weißen Trikots von rechts nach links. Burnley spielt ja einen gleichen Trikots wie Aston Villa eigentlich. Und Chelsea mit Jorginho holt sich erstmal den Ball über die linke Seite jetzt. Na, nochmal zurück zu Christensen. Marco Alonso. Mount. Jorginho. Ja, sie spielen jetzt so langsam mal hier rein. Und das war ein super Pass auf Alonso. Marco Alonso. Und der holt eine Ecke raus. Und das war doch mal der erste gute Angriff hier von Chelsea. Tor in Aston bei Aston Villa. Okay, wir gehen rüber. Da ist das erste Tor vom Ex-Chelsea-Spieler. Gerade waren wir bei Burnley gegen Chelsea. Jetzt haben wir einen Chelsea-Spieler hier. Barclay macht es 1-0 für sein Team, für die Heimmannschaft. Und so ist es passiert. Also, Pass in den Rückraum. Und dann hat er Platz. Und dann wird rübergelegt auf Barclay. Der steht komplett frei. Keiner für ihn zuständig. Und das lässt er sich nie nehmen. Schiebt er ein. Und schon, also hier, das erste Tor in dieser Konferenz in der Premier League.
15. Minute rum und wir gehen jetzt mal ins Stadion, wo wir noch nicht waren, nach Fulham, bitte. Herzlich willkommen hier nochmal aus Fulham. Fulham gegen West Bromwich Albion. Die beiden Aufsteiger spielen gegeneinander und die Heimmannschaft aus Fulham will hier natürlich ein Zeichen setzen und sagen, wir sind die besseren Aufsteiger neben Leeds. Das ist selbstverständlich. Da ist Mitrovic. Aber der bleibt erstmal hängen und jetzt kann sich der Gast ein bisschen befreien. Gibbs über die linke Seite, Diangana. Aber es ist ziemlich defensiv. Beide haben noch ein bisschen Angst. Spielen nach hinten. Und wir spielen auch den Pass. Und zwar, wir gehen nach Tottenham, nach London. Ja, und hier spielt der Gast gerade. Denn, aber er ist jetzt abseits. Tottenham Hotspur in den weißen Trikots. Brighton. Tor in Burnley. Ja, dann gehen wir nochmal rüber. Wir kommen wieder. Das 1:0 durch Timo Werner. Chelsea führt hier mit. Und dank des deutschen Torschützen Timo Werner. Und so ist es passiert. Also, im Mittelfeld hat alles angefangen. Super in die Schnittstelle und Timo Werner schließt einfach nur ab mit links. Er ist ja schon beidfüßig. Wobei natürlich sein favoriter Schussfuß der rechte ist. Aber wir sehen hier, mit links kann er es auch. Und somit kann hier also Frank Lampard jubeln. Er hingegen nicht. Er muss gucken, was er macht. Timo Werner mit dem nächsten Tor. Und wir gehen zurück nach London, zu Tottenham. Da wurden wir unterbrochen. Ja, und das Bild ist das gleiche. Denn, ja gut, jetzt nicht mehr. Gerade eben hat nämlich Brighton Tohoof angegriffen. Jetzt aber kommt der Zug der Heimmannschaft mit Lukas. Heuberg, der fehlt den Ball. Da hätte er vielleicht nochmal auf Lukas spielen müssen. Hat er nicht gemacht und somit kann jetzt also die Gästemannschaft in den schwarzen Trikots Richtung Lloris gehen. Trossard. Oh, super, Lallana. Aber der hat einen sehr schwachen Schuss hier gerade eben gehabt. Und nach einer halben Stunde steht sie immer noch 0:0. Wo schon ein Tor gefallen ist, ist in Aston Villa und da gehen wir mal hin. Denn ich habe gehört, da kann was passieren. Das ist richtig. Hier gibt es Elfmeter für Southampton. Und wir gucken uns jetzt das nochmal an. So ist es passiert. Und dann hat er anscheinend gefoult. Ich habe da jetzt nichts gesehen. Vielleicht kommt nochmal eine Wiederholung. Da. Vielleicht auch Hand. Minimal. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es Elfmeter hier. Und Möglichkeit zum Ausgleich für Ings. Wenn ich es richtig sehe. In der 33. Spielminute für Southampton. Ings läuft an und scheitert, er scheitert. Das ist ja bitter. Aber es bleibt hier somit beim 1:0. Wenn was passiert, melden wir uns. Wir gehen erstmal dahin, wo wir noch gar nicht waren. Nach Wolverhampton nämlich, bitte. Ja, und hier greift nämlich gerade Crystal Palace an. Über die rechte Seite. MacArthur. McCarthy. Ja, hat einen guten Schuss eigentlich. Saha. Ayu. Saha. Soll angespielt werden. Da ist auch der Ball bei Saha. Aber am Ende bleibt er hängen. Und die Heimmannschaft kann mal wieder nach vorne spielen. Von denen ja natürlich hier der Sieg erwartet wird. So wie sie bisher aufgetreten sind in der Saison, sind sie schon ein Tick besser. Aber in den ersten 40 Minuten ist hier nicht wirklich viel passiert. Deswegen waren wir auch selten hier. Gönnen jetzt aber uns jetzt mal ein bisschen Zeit in diesem schönen Stadion. Und Traoré ist schnell. Kann er noch kriegen? Ah, nee. Das schafft er nicht mehr. Er ist zwar schnell und bullig. Aber Moutinho hier mit dem Pass, der deutlich zu fest war. Wir gehen ins nächste Stadion, nach London. Hier steht es immer noch 0:0 und Brighton versteckt sich auf jeden Fall überhaupt nicht gegen das Team von Jose Mourinho. Und der Pass war super. Auf March. March, was macht er? Er spielt auf Alzate. Aber der bleibt hängen an Alderweireld. Und somit erstmal hier geklärt. Kane kommt aber nicht an den Pass. Bissouma, Mopey. Das dürfte abseits sein.
So ist es, abseits der Gäste. Aber da hat man gesehen, dass Tottenham hier nicht weiß, was sie machen sollen. Und das ist auch ein gutes Zeichen, auch vor allem für die zweite Halbzeit, dass hier vielleicht auch irgendwas abgehen könnte. Denn so wirklich gefährliche Torschüsse oder so weiter hatten wir hier bisher nicht. Und es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Jetzt vielleicht mal. Aber am Ende holt sich Alderweireld den Ball. Lukas. Kane. Jetzt passen, aber jetzt wird abgepfiffen. Halbzeit in allen Stadien, in der ganzen Konferenz. Und das ist hier in manchen Spielen schon ein trostloses Spiel. Hier sehen wir es, Kane überhaupt nicht in der Partie drin. Das sehen wir auch am Halbzeitstand vielleicht. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal alle Statistiken der 90 Minuten, der 45 Minuten in allen Partien an. Und wir starten hier natürlich bei Tottenham gegen Brighton. Und da steht es ja, wie gesagt, 0-0. Ausgeglichener Ballbesitz, eine Ecke für die Gäste. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Wolverhampton gegen Crystal Palace, auch ausgeglichene Partie, wobei ein Tick vielleicht für die Heimmannschaft, für Wolverhampton, sie könnten vielleicht schon führen. Auf der anderen Seite beim Aufstiegsduell ist es auch noch ausgeglichen, Fulham hat einen Schuss aufs Tor gehabt, mehr war in der ganzen Partie, Partie nicht. Chelsea führt dagegen jetzt schon mit 1-0, mit 62% Ballbesitz in Burnley, das ist eine Ansage. Und Aston Villa führt auch mit 1-0, 4-1 Schüsse direkt aufs Tor gegen Southampton. Das sind nochmal die Halbzeitstände. Nicht viel los, aber vielleicht in der zweiten Halbzeit noch ein Tick mehr. Denn wir sehen viele Nuller. Das muss ja am Ende nicht so sein. Morgen um 12 Uhr sehen wir übrigens noch die Konferenz aus der Bundesliga mit 4 Partien. Da ging es bestimmt ab, denn da sind Bayern, Dortmund drin, Frankfurt auch noch. Also lasst euch überraschen. Aber die zweite Halbzeit der Konferenz hier aus der Premier League bringen wir erstmal hinter uns und da sehen wir, dass wir in Villa sind, Aston, oder bei Aston Villa, wo ja schon ein Tor gefallen ist und zwar für die Heimmannschaft. Es gab auch noch einen Elfmeter für die Southampton-Spieler, den Ings ja leider drüber geschossen hat, deshalb hätten wir schon hier 2 Tore gesehen, aber es sollte noch nicht sein und deswegen steht hier immer noch 1-0 für die Heimmannschaft, aber die lassen sich gerade einen Tick hinten reindrücken. Southampton macht es stark. Da ist Long, da ist Ings. Was macht Ings? Er schießt und da ist aber der Torwart der Villa-Mannschaft hier super drauf. Ja gut, der war auch nicht gefährlich geschossen und wir gehen mal nach Tottenham, nach London. Hier steht es immer noch 0-0, aber vielleicht hat Mourinho jetzt mal was in der Halbzeitpause gesagt, denn so konnte es ja nicht weitergehen, dass Tottenham hier eigentlich überhaupt nichts hinbekommt. Und wir sehen auch schon, dass die Mannschaft in Weiß-Blau deutlich mehr versucht als in den ersten 45 Minuten. Brighton & Hove steht halt einfach nur hinten sicher und das ist bisher ihr Trumpf in dieser Partie. Okay, jetzt über die linke Seite mal. Da ist March. Könnte reinflanken. Was macht er? Er spielt erstmal noch auf Alzate. Der wird gelegt. Aber da ist Mopay und der macht das 1-0. 58. Minute. Was für eine Überraschung. Der Gast aus Brighton & Hove führt hier gegen Tottenham. Dank einem ruhigen Angriff. Über zig Stationen. Und am Ende war die Lücke da, das war eigentlich schon ein Foul, aber sie spielen weiter und Mopay nutzt die Chance und überwindet Lloris. Das ist auch mal eine schöne Sache, das nächste Tor hier in der Konferenz ist gefallen und dann gehen wir doch jetzt mal dahin, wo noch kein Tor gefallen ist, wo es vielleicht auch noch demnächst mal fallen könnte und zwar nach Wolverhampton. Vielleicht sind wir ja der Glücksbringer. Mal nicht, denn es gibt hier einen Doppelwechsel. Milovic kommt in die Partie und Neto auch noch raus bei der Heimmannschaft. Ayew
Aber beide Teams neutralisieren sich schon sehr stark. Da ist wieder Ayu. Ayu setzt sich super durch, aber Patricio hat den Save und kann einen Rückstand verhindern. Jetzt könnte es mal auf der anderen Seite gehen. Schnell gehen mit Moutinho. Wieder Moutinho, der neue Podens. Jiménez. Spielt super auf Traoré, aber kriegt er ihn noch? Er kriegt ihn nicht mehr. Und das bedeutet für uns, wir gehen nach Fulham. Fulham gegen den Aufsteiger. Also mit Aufsteiger, West Bromwich. Und das war eine super Aktion der Gäste aus West Bromwich. Fast das 1:0 hier. Aber jetzt auf der anderen Seite Mitrovic, Kearney, Onomon, Mitrovic. Ja, aber beide Teams trauen sich noch nicht so wirklich. Sie wollen hier auf jeden Fall den Punkt mitnehmen, habe ich so das Gefühl. Deswegen wird hier nicht viel passieren bisher. Ich gehe mal weiter und zwar wir gehen nach Burnley. Burnley gegen Chelsea liegt immer noch zurück mit 1:0 dank dem Tor von Timo Werner. Führt hier also der Favorit aus London und sie haben jetzt hier eine Ecke. Mount wird sie reinbringen. Es gibt auch nochmal Wechsel bei der Heimatschaft. Brownhill geht runter, dafür kommt Gudmundsen. Nochmal was. Tor bei Aston Villa. Ja, wir kommen. Wir gehen rüber. Das 2:0. Und Barclay war es wieder. Also, das dürfte hier vielleicht schon die Entscheidung sein. Aston Villa also hier mit der nächsten Chance, 3 Punkte mitzunehmen in dieser Saison. Sie sind sehr gut drauf und da sehen wir es, wie viel Platz Barclay hat. Und dann macht er das super. Und netzt rechts oben in den Winkel ein, aus spitzem Winkel mit links. Und da würde ich mal sagen, Torwartfehler Southampton. Auf jeden Fall, denn da muss er einfach nur die Ecke zumachen. Das weiß er auch Hasenhüttl. Das kann doch nicht sein, denkt er sich. Jetzt steht es hier 2:0. 71 Minuten durch. Wir kommen wieder, wenn was passiert. Wir gehen nochmal zurück nach Burnley. Ja, und Chelsea will hier auch aufs 2:0 gehen. Sie greifen an. Burnley zieht sich immer mehr zurück oder wird zurückgedrückt. Da ist Havertz. Kovacic ist inzwischen drin für Juninho. Werner. Kovacic. Havertz. Werner. Ja. Wo ist die Lücke? Gar nicht. Westwood holt sich erstmal den Ball. Da ist Barnes. Kommt er noch an den Ball? Er kommt nicht mehr. Und da ist Christensen. Und kocht ihn so locker ab. Kanté, Kovacic. Ja, und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Chelsea hat hier den Ballbesitz. Oh, das sieht gut aus. Mount. Mount, was macht er jetzt? Er müsste reinflanken. Er flankt rein und da ist aber keiner. Kanté nochmal. Ja, Chelsea spielt die ganze Zeit so, aber sie kriegen es nicht hin mit dem Tor. Odoi. Und das war abseits. Und wir gehen deswegen nach London zu Tottenham. Und wir sehen hier, dass es die 80. Spielminute ist und immer noch führt der Gast aus Brighton, Tottenham, mit Winks. Da ist Son. Son, was macht er? Er müsste sich durchsetzen. Tor bei Aston. Ja, wir kommen. Son, was macht er? Und der Ball geht vorbei. Wir gehen rüber zu Aston. Das 2:1. Ings macht den Anschlusstreffer. Geht hier noch was? Southampton also hier mit der Chance vielleicht noch aufs 2:2 zu gehen. So ist es passiert. Super auf die linke Seite gespielt und dann ist es zu einfach. Der Ball geht durch. Ings darf Volley nehmen. Torwart ist irgendwo. Verteidigung auch nicht wirklich bei Ings. Und somit das 1:2 aus Sicht von den Gästen aus Southampton. Das am Ende jetzt doch relativ verdient ist. Und ja, mal sehen, vielleicht passiert hier noch was. Wir gehen nochmal zum Spiel, wo kein Tor gefallen ist. Wolverhampton, bitte. Ja, und das sieht auch so aus hier, dass nichts passieren wird, denn sie neutralisieren sich immer noch. Das ist Neves. Traoré. Jiménez kommt nicht dran. Und jetzt hat wieder Goiter den Ball.
Saiz gewinnt das Kofferduell. Aber da sieht man, wie dicht ist es im Mittelfeld. Oh, das war abseits, oder? Ja, das war abseits. Podence leider im Abseits. So ein super Pass von Moutinho. Der ist heute wieder ein super Ballverteiler. An vielen Sachen dabei beteiligt. Aber es sollte nicht sein und somit sehen wir also jetzt hier auch noch eine Auswechslung. Ayew geht bei den Gästen runter, dafür kommt Batshuayi. Und wir wechseln auch das Stadion. Wir gehen zum nächsten Spiel, was 0 zu 0 ist, und zwar Fulham gegen West Bromwich. Riesenchance für die Heimmannschaft aus Fulham hier nämlich. Da sehen wir es. Schuss kommt und dann ans Außennetz. Mal wieder eine Torchance. Das ist super zu sehen in den Schlussminuten dieser Partie. Und es gibt nochmal einen Wechsel für die Heimmannschaft. Kearney geht runter, dafür kommt Loftus-Cheek. Die Chelsea-Leihgabe. Oder haben sie ihn jetzt verpflichtet? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nochmal was für die Offensive. Und vielleicht hilft es ja auch den Fulham-Mitspielern. Nochmal so ein Zeichen des Trainers. Ja, wir wollen hier die 3 Punkte holen. Jetzt haben sie den Ball. Da ist Reed. Reed auf Loftus-Cheek. Da ist er. Der hat einen guten Schuss. Aber bleibt hängen. Und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es hier oben drauf. Und wir gehen nochmal dahin, wo viele Tore gefallen sind. Nach Aston Villa. Ja. Und hier haben wir 6 Minuten Nachspielzeit. Und wieder Probleme. Wie am Anfang dieser Partie mit Tonproblemen. Es liegt wohl hier am Wetter, wie es aussieht. Der Ball kommt super rüber. Aber da ist Konsa. Und jetzt sind es noch ein paar Minuten und dann haben sie es überstanden. Die Mannschaft von Aston Villa. Barclay mit einem super Spiel heute. Super Traoré. Barclay ist da in der Mitte. Grealish. Was macht der Grealish? Da ist Barclay. Kein Abseits. Da ist das 3 zu 1. In der letzten Sekunde dieser Partie. Der Hattrick für den Herrn. 3 zu 1 macht er jetzt hier, also den Endstand. Da lege ich mich fest. Aston Villa holt sich die Punkte. Southampton hat nochmal alles nach vorne gelegt, um den Ausgleich zu erzielen. Aber am Ende super Pass von Grealish und dann Barclay trocken mit dem dritten Tor zum 3 zu 1. Ross Barkley, das hat er wahrscheinlich bei Chelsea gelernt. Einfach diese Kaltschnäuzigkeit auch. Einmal vorne drin im 16er stehen. Der Ball kommt schon zu dir, wenn es gut läuft. Und dann machst du ihn rein. Und das war also hier die Partie. Alle Spiele sind durch. Wir sind mit der Konferenz hier am Ende. Erstspieler des Spiels. Auf jeden Fall vielleicht sogar des Spieltags. 3 Tore. In einer Partie hat er gemacht bei 4 Versuchen. Super Schnitt. Und jetzt gucken wir uns die Statistiken aller Partien nach 90 Minuten an. Fangen wir an bei Aston Villa gegen Southampton. Und das sollte pro Heimmannschaft aussehen. 7 zu 4 Schüsse direkt aufs Tor. 45% Ballbesitz. Ecken ausgeglichen. Also war viel los in dieser Partie. Und wir haben 4 Tore gesehen. 1 zu 0 gewinnt am Ende Chelsea dank Timo Werner. 70% Ballbesitz fast, 4 zu 2 Ecken, also schon ein verdienter Sieg. 0 zu 0 zwischen den zwei Aufsteigern Fulham und West Bromwich. Ausgeglichene Partie, mehr kann man dazu nicht sagen. Überraschung, Tottenham verliert gegen Brighton mit 1 zu 0, 3 zu 3 Schüsse direkt aufs Tor. Ausgeglichene Partie, hätte auch 1 zu 1 sein können. 0 zu 0, auch Wolverhampton gegen Crystal Palace, die neutralisieren sich sehr stark. 60% Ballbesitz wie die Heimmannschaft, aber es sollte nicht für ein Tor reichen. Und da sehen wir nochmal hier die Übersicht der Endergebnisse. Also Aston Villa und Chelsea, das sind die einzigen Teams auf der ersten Seite, die hier gewonnen haben. Brighton & Hove hat er auch noch gegen Tottenham Hotspurs gewonnen. Und das war also hier die Konferenz zum 7. Spieltag aus der Premier League. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen lassen, den Kanal abonnieren noch. Dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Wir haben es gesehen, Konferenz morgen 12 Uhr aus der Bundesliga mit 4 Partien, wenn ihr dabei sein wollt. Gerne
Sonst sage ich bis dahin, ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.